Ich werde einen Textsteller aus dem Buch Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, geschrieben von Walter Mörs, vorlesen. In diesem wirklich lustig geschriebenen Roman geht es um den Blaubeeren, der insgesamt 27 Leben ausleben kann. Von seinen ersten 13,5 berichtet er in diesem Buch. Jedes seiner Leben verbringt er in einer anderen Welt auf dem Kontinent Samonien, und in meiner Textstelle ist er gerade in den Finsterbergen im Stollenlabyrinth, wo er auf das Lebewesen trifft, vor dem ihn alle gewarnt haben. Er trifft das erste Mal auf einen Stollentroll. Doch die erste Begegnung verläuft eher verrückt als furchteinflößend ab, und wir stellen uns jetzt vor, der Blaubeer steht vor einem großen Dimensionsloch und hält sich wie bei einem Sprung ins Wasser die Nase zu. Das Springen vom Beckenrand ist strengstens verboten, schnarrte eine strenge Stimme. Ich wirbelte herum. Hinter der Stollenbiegung kam eine ziemlich merkwürdige Gestalt hervor. Sie war klein und gedrungen, gerade halb so groß wie ich, über und über von Warzen und vereinzelten Haarbüschen bedeckt. Sie sah aus wie eine alte Runkelrübe, die von einer schrecklichen Hautkrankheit befallen war. Wer bist du? Brachte ich unsicher hervor. Ich bin ein Stollentroll, platzte die Gestalt heraus. Nein, halt, stimmt gar nicht. Ich bin ein Bademeister, aus reinem Übermut als Stollentroll maskiert. Ich mag vielleicht äußerlich so wirken wie ein Stollentroll, aber in Wirklichkeit bin ich ein Bademeister. Selbst das Lachen des Gnoms war außergewöhnlich. Also, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich bin ich gar kein Bademeister, sagte die Gestalt sehr schnell. Ich bin Grubeninspekteur. Ich inspiziere Gruben. Er klopfte prüfend gegen die Stollenwand. Ja, sehr schön. Vorbildliche Stollung, murmelte er anerkennend und pochte weiter mit dem Knöchel gegen die Wand. Ach was, warum lügen? Schrie er plötzlich und breitete theatralisch die Arme aus. Ich bin gar kein Grubeninspekteur. Ich bin der Kaiser von Samonien, in geheimer Mission, inkognito. Daher die Verkleidung. Äußerlich mag ich aussehen wie ein ordinärer Stollentroll, aber innerlich bin ich ein mächtiger Monarch. Das erklärt die Abwesenheit einer prächtigen Bekrönung und meine etwas schäbige Aufmachung, nicht wahr? Ein Täuschungsmanöver. Ich drückte mich ganz langsam an der Grubenwand entlang, bereit, jeden Augenblick loszurennen. Ich hatte es offensichtlich mit einem Verrückten zu tun. Na schön, ich gebe es zu. Ich bin gar nicht der Kaiser von Samonien. Wieder rief das Wesen unaufgefordert seine Behauptung. Ich bin ein Pelp. Wir Pelpe sehen zwar äußerlich aus wie Stollentrolle, sind aber von wesentlich edlerer Gesinnung. Das ist es, was ich bin. Ein Pelp im Stollentrollgewand. Klingt das überzeugend? Ja, sehr überzeugend, antwortete ich mit unsicherer Stimme und ging dabei ganz langsam rückwärts. Noch ein Stückchen weiter bis zur Biegung, dann würde ich losrennen. Na schön, ich bin ein Stollentroll, brüllte das Geschöpf plötzlich. Die Geißel der Finsterberge, ein ekliges Habischel mit schlechten Absichten. Von allen gehasst, ein Außenseiter der Gesellschaft. Der Stollentroll brach schluchzend zusammen und kroch auf allen Vieren vor mir herum. Die Situation wurde immer unangenehmer. Kannst mich ruhig ein bisschen treten, wimmerte er und sah mit Tränen erfüllten Augen zu mir auf. Das tun alle.